Hallo Freunde des Microsoft Flight Simulators in der Version 2020 und willkommen auf St. Helena im Südatlantik. Britisches Territorium, ja, die Insel ist bekannt eigentlich nur dadurch, dass Napoleon vor 200 Jahren dort in der Verbannung war. Und ich habe mir gerade die Gegend von oben schon mal angeschaut und gemerkt, nee, Microsoft hat da leider nicht allzu viel Detailarbeit reingesteckt. Das hat größtenteils wohl die KI gemacht, die Oberfläche der Erde gestaltet hat. So, ich habe hier mal eine Cessna Citation. Schöner zweistrahliger Jet und vom Flugplatz. Da gibt es ein kostenloses Add-on, wer sich das runterladen will. Der Flugplatz, das Gebäude selber ist ganz niedlich gestaltet, aber ansonsten, naja, ist jetzt auch nicht gerade so der Hammer. So, Fahrwerk rein. Warum geht das Fahrwerk nicht rein? Doch, jetzt geht's rein. So, sehr schön animiert. Gut, und wir machen einfach mal einen kleinen Rundflug rings um die Insel. Ja, wie man sieht, da gibt es andere Ecken auf der Welt, die wesentlich schöner gestaltet sind. Hier fehlt einfach noch die Handarbeit in dem Bereich hier, dass die KI von Microsoft die Oberfläche moduliert. Naja. Gut, wir schauen mal nach der Hauptstadt Jamestown. Die liegt hier an der Westküste in so einem sehr schmalen Tal. Da kann man eigentlich mal im Tiefflug das Tal hochfliegen. Das ist nicht besonders lang, das sind ein paar hundert Meter, aber machen wir die Klappen nochmal raus. Dann fliegen wir mal schön langsam. Ups, nicht in den Stall. Jo, das war wohl zu viel von den Klappen. Ja, ganz ruhig. So, wo ist die Hauptstadt? Da links. Master Caution Reset. Ist das jetzt was Schlimmes? So, ne, ich glaube, ich mache mal Klappen auf. Wie viel Grad sind das? Kann man jetzt nicht sehen. Egal. Hey, man sieht die Meeresoberfläche gar nicht, die ist so glatt. So, da muss irgendwo das Tal mit der Hauptstadt sein. Ja, sehr schön animiert alles. Muss mich erstmal an das Flugzeug gewöhnen. Die Cessna Citation habe ich noch nie geflogen. Ist jetzt bei ausgefahrenen Landeklappen irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ah, jetzt ist er relativ stabil. So, fliegen wir jetzt mal an das Tal rein. Die Hauptstadt Jamestown. Ja, also das Tal sieht jetzt nicht so aus wie im Original. Das ist ziemlich tief und eingeschnitten. Ganz so extrem ist es nicht. Auf der rechten Seite ist eine berühmte, ja, eine Treppe, die da hochgeht. Aber die ist auch extrem steil im Original. Die hat auch einen Namen, die Treppe. Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Alle, die schon mal auf St. Helena waren, werden es wissen. Aber ich glaube kaum, dass irgendjemand zuschaut, der schon mal auf St. Helena war. Ja, wie man sieht, unten im Tal sind Häuser und oben auf dem Berg. Und ansonsten gibt es noch ein paar winzige Dörfer auf St. Helena. Ja, einen richtigen Hafen haben sie nicht, bloß einen Anleger. Also Großseeschiffe, Hochseeschiffe können nicht anlegen. Und ja, hier am Hang gehen tatsächlich Straßen lang, auch im Original. Ich hoffe, da kommt irgendwann nochmal ein Add-on raus, damit die Landschaft noch mal richtig schick aussieht. Naja, egal. Für andere Gegenden der Welt gibt es schon sowas. Aber zumindest im Verlauf der Straßen haben sie schon relativ gut dargestellt. Also muss man aufpassen, dass ich hier mit dem Tal abschmiere. Gut, das war erstmal die Hauptstadt.
Und ansonsten gibt es auf St. Helena nicht viel, bis auf dem Flugplatz, den sie vor ein paar Jahren gebaut haben. So, ja, zumindest ein bisschen Autoverkehr ist da, ja. Schauen wir mal, ob wir das Haus von Napoleon finden. Ich hatte extra auf der Karte mal geschaut, wo er gewohnt hat, als er in der Verbannung war. Schauen wir hier nochmal die Landschaft an. Ja, bisschen Wald haben sie auch. St. Helena war ja unbewohnt, bevor die ersten Menschen vor 500 Jahren mal kamen. Und der Flugplatz war ursprünglich für Langstreckenjets vorgesehen und nach der Eröffnung haben sie gemerkt, oh nee, der Wind ist viel zu stark. Da können wir gar nicht mit Langstreckenjets landen. Wir wollten ursprünglich die Strecke London-St. Helena eröffnen. Aber jetzt muss man über Südafrika fliegen. Naja, also wer nach St. Helena will, muss erstmal nach Kapstadt fliegen und von Kapstadt geht dann ein kleiner Flieger nach St. Helena rüber. So, direkt unter mir da die etwas hellere Fläche. Das ist das Longwood House. Da hat Napoleon gewohnt. Das ist das Napoleon Museum drin. Eigentlich ist da noch ein schöner Park. Eine Parkanlage, aber gut, die haben sie nicht drin. Gut, da ist schon wieder der Flugplatz. Wir drehen mal noch mal eine Runde um das Südende der Insel und dann werden wir mal landen. Also man kann mit einer 737 oder mit einem A320 da locker landen, aber wenn es windig ist, dann wird es wirklich schwierig. Und da würde ich dann keine Passagiere drin haben wollen. Naja. Ja, was gibt es da sonst noch? Ein paar Windkraftanlagen haben sie. Das ist wohl ja, für die Energieversorgung ziemlich optimal, weil auf St. Helena eigentlich immer ein starker Wind weht. Windstille gibt es so gut wie nie. Ich weiß gar nicht, ob sie schon Photovoltaikanlagen haben. Bietet sich ja an. Ja, wie viele Einwohner hat St. Helena? Kann es nicht genau sagen. Ein paar tausend sind es. Also mehr als, schlagt mich tot, 5000. Also viel mehr sind es bestimmt nicht. Ja, Großbritannien leistet sich ja solche Überseeterritorien. Kostet alles viele Millionen Pfund im Jahr. Genauso wie in der Südsee, da Pitcairn Island und was da alles gibt. Die Inseln verschlucken bloß Geld. Aber unabhängig können sie halt auch nicht werden, weil funktioniert nicht durch die geringe Einwohnerzahl oder sogar eine richtige Steilküste, aber ob es die im Original so gibt, ich weiß nicht. Machen wir mal ein bisschen Wind und ein bisschen Wolken. Hey. War schon ein bisschen zu viel Wolken. Ich habe jetzt nicht das höchste Auflösungsvermögen oder den höchsten Auflösungsgrad für die Wolken eingestellt, weil wenn man das macht, dann geht die Hardware doch teilweise mächtig in die Knie. Die sehen da, also die Wolken hier sehen nicht aus wie im Original. Die haben mir noch nie gefallen, aber wie gesagt, das ist jetzt die zweithöchste Auflösungsstufe, die man für Wolken einstellen kann. Und ja, wenn man es ganz hoch dreht, dann sehen sie richtig schick aus, aber das verbraucht dermaßen viel Grafikleistung. Könnt ihr vergessen. Oh, die Landescheinwerfer sind aber richtig hell. Das habe ich bei anderen Fliegern noch nicht gesehen. Boah, die knallen da richtig. Alter Schwede, was sind das für Dinger? Das habe ich an anderen Flugzeugen noch nicht gesehen, sowas. Na egal. Oh, die Wolken hängen irgendwie ein bisschen tief, ja? Okay, gut, dann fliegen wir mal zum Flugplatz. Ja, wenn man die Wolken einstellt, dann ist der Wind immer gleich wieder weg. Das ist alles ein bisschen knifflig. Ja, so ist besser. Na gut, VfR-Karte noch mal kurz anmachen. Da ist der Flugplatz. Na gut, dann werden wir die Citation
City vor, da mal landen und dann soll es das schon gewesen sein. Ja, St. Helena ein bisschen enttäuschend, dass auf das Flugplatz-Add-on, das war ganz niedlich, aber den Rest kann man mehr oder weniger vergessen von der Grafik her. Aber trotzdem schön, ja mal zu fliegen. Aber da warte ich lieber, bis mal ein vernünftiges Add-on rauskommt, bevor wir hier nochmal einen Flug machen. So. Land. Das war jetzt. Also sollte ich vielleicht den Landeanflug noch mal von der anderen Seite wiederholen. Mist, man sieht überhaupt nichts durch die Wolken. Was ist das denn? Die hängen aber auch wieder so tief heute. So. Da ist der Flugplatz. Ui, Mensch, die Küste wird aber ganz schön langsam, wenn man die Klappen voll rausfährt. Nochmal eine Stufe weniger. So, hui. Ja, ich glaube, das ist der Wind. Oh ja, der Wind. Oh, jetzt habe ich doch einen ziemlich starken Seitenwind. Ja, jetzt haben wir das Problem, was auf St. Helena immer ein Problem ist. Es ist viel zu windig für Flugzeuge. Oh, alter Schwede. Uiuiui. Oh, das gibt einen Crash. Das gibt einen Crash. Na gut.